Das ist doch einfach großartig. Willkommen, Leute, an der Stamford Bridge, die doch ein bisschen voller aussieht, als vorher veranschlagt wurde. Das Champions League-Finale gegen Manchester United. Und ja, das ist das Spiel eures Lebens. Das habe ich vor der Partie meinen 11 Spielern mitgegeben. Und ich hoffe mal, dass das auch umsetzbar ist. Schade, dass hier Abseits gepfiffen wurde. Das war nämlich eine wirklich sehr, sehr gute Idee, die der gute Barkley da hatte. Ich muss mal gerade die Maus entfernen, alles klar. Freistoß für United. Wir müssen heute auf jeden Fall ein bisschen besser aufpassen auf die Außenpositionen, dass wir uns da nicht ständig die Bälle einfangen. Fischer, linke Seite, Raphael macht das wirklich gut mit der Grätsche und dann hat er den Ball. Langer Ball auf Rooney, aber der ist noch nie der schnellste gewesen. Aber kommt trotzdem dran und holt hier die Ecke, das hätte ich nicht gedacht, dass er da noch hinkommt. Ich wollte es ein bisschen spöttisch sagen, er war noch nie der Schnellste und er wird es auch nie sein. Und hier ist er zudem alt. Bale mit der Ecke. Kam nicht schlecht. Robinson, das ist Fischer. Super Ball auf Magai Gay. Der sucht jetzt auf der rechten Seite Coleman. Ich hoffe, er kommt da noch dran. Leicht fertig verschenkt, würde ich mal hierzu sagen. Hätten wir mehr draus machen müssen. Bale. Zusammen mit Vertonghen, das ist McEachran. Danilo, die beiden Zentralen. Gut gemacht von Shawcross. Und das war jetzt das Gegenbeispiel von Barkley. Aber er holt sich den Ball wieder. Das ist Fischer. Sigurdsson steht ein bisschen weiter hinten, als es eigentlich soll. Coleman, super Ball. Fischer ist schnell. Fischer schießt. Direktabnahme, linker Fuß. Aber David De Gea, der Spanier. Natürlich für ihn nur eine Aufwärmübung, ganz klar. Sigurdsson, Fischer gegen McEachran. Wir spielen das jetzt gut. Coleman, richtig gemacht. Brooks, boah, wollte zurückspielen, ein bisschen kurz geraten. Und jetzt haben wir den Konter. Heitinger gegen Hernandez. Der Holländer, der übrigens der älteste Spieler am Platz ist, 34. Schon wieder von Barkley so sorglos. Kann er nicht machen. Damit bringt er uns wirklich unnötig hier in die Bredouille. So, Bale macht es klasse gegen Coleman, setzt sich da durch. Rooney, Robinson, wie ein abgefuchster alter Sack, nimmt er dem einfach mal den Ball weg. Brooks, guter Ball. Gay ist schnell, aber nicht schnell genug. Ist ein munteres Spiel. Und schon wieder United jetzt hier im Ballbesitz. Schade, ich dachte, da käme er noch hin. Der gute Sigurdsson an diesem Ball. Jetzt wird's gefährlich. Shawcross lässt Rooney laufen, lässt ihn laufen. Pfosten und Heitinger kann es, glaube ich, klären. Erste dicke Möglichkeit in diesem Spiel. Und jetzt kommen wir. Fischer. Fischer gegen Henschel. Wird festgehalten, muss abspielen. Super gespielt. Fischer wieder. Kann er nicht festpacken. David De Gea. Bisschen eine kleine Unsicherheit. Also es wird langsam. Also für beide Mannschaften jetzt die ersten größeren Möglichkeiten. Da ist Rooney auf Hernandez. Wieder zurück auf den Engländer. Aber das hat der Barkley klasse gemacht. Sigurdsson holt sich den Ball wieder. Und das war ein Foul, aber er pfeift es nicht. War im Affekt passiert bei dieser Grätsche, wo er den Ball haben wollte. Wieder Fischer. Wir haben mittlerweile 35 Minuten gespielt. Das Spiel geht hin und her. Absolut kurzweilig. Und wir sind absolut oben dabei. Also müssen uns jetzt hier nicht verstecken. Klar, die größere Chance hatte United mit diesem Pfostenschuss. Schade, wieder abseits. Also die Abseitsfalle bei United packt. Angeführt vom Weltstar, vom besten Verteidiger der Welt momentan. Henschel, da haben wir gerade gesehen, ist auch hier für den Abschlag verantwortlich. Rooney, Danilo, rechte Seite, Wassermann mit dem Ball und Shawcross passt auf. Der heimliche Abwehrchef. Sigurdsson, schlechter Pass. Kann natürlich kein Mensch hinkommen, aber Coleman stand auch hinter dem Mann, das war natürlich auch nicht gut. Fischer, Brooks muss weiterspielen, klasse gemacht. Coleman hat ja natürlich jetzt keine Möglichkeit. Muss warten, Fischer. Und ja, das Experiment ist, glaube ich, jetzt gescheitert in dem Sinne. Hier haben wir das hinten. Taktische Anweisungen komme ich jetzt so nicht hin. Also das muss ich dann gleich in der Halbzeit umstellen. Ich meine, 2 Minuten, das werden wir schon überleben. Aber die Distanzschüsse, da ist zu wenig Druck hinter. Jetzt schießt sich Sigurdsson mir selber an die Hand. Das ist natürlich sehr, sehr ungünstig, weil es nochmal eine gefährliche Freistoßposition
geben wird. Gut, gefährlich ist relativ, aber wir sehen das schon, was er vorhat, ne? Bale. Außen, links. Da ist er. Aber wird abgeblockt. Da hat er den falschen Weg gewählt, ne? Der hätte außen vorbeigehen müssen und dann hätte er die freie Bahn gehabt zum Flanken. Aber uns soll es ja recht sein. Brooks. Coleman kann sich durchsetzen. Vielleicht nochmal eine Möglichkeit. Da haben wir Sigurdsson wieder. Gegen Danilo. Jetzt ist Halbzeit. Pausentee. Nix passiert. Keine Tore, keine Karten. Aber ein schönes Spiel haben wir gesehen. Wir gehen mal weiter. Sigurdsson mit einer 5. Kosemans mit einer 6,0. Das weiß ich natürlich jetzt nicht, warum das so arg hier zustande kommt. Das ist das Spiel eures Lebens, ja, logischerweise. Das wird wahrscheinlich so oft noch nicht mehr passieren, dass die im Champions-League-Finale stehen. Jetzt schlägt unsere große Stunde. Wir wollen es jetzt wissen. Ja, das ist Blödsinn, jetzt hier den Kosemans zu kritisieren. So schlecht war ich nicht, sagt Sigurdsson. Verliert einen Moralpunkt. Bei Fischer geht es ein bisschen hoch. Coleman 2,5, das können wir mal loben. Heitinger motivieren. Und ich würde auch sagen Robinson. Da wird nämlich jetzt viel Arbeit drauf zukommen, auf die Jungs. So, Massagen haben wir auch alle fertig. Heiß wie Frittenfett. Das heißt, wir gehen sofort weiter in die zweite Halbzeit. Und ich weiß gar nicht, ob hier echt schönes Wetter ist oder ob das nur ein bisschen trügt. Weil wir sind ja immer noch in England. Aber es scheint echt zu sein, dass die Sonne heute sich den perfekten Tag hier ausgesucht hat, um wirklich mal ausnahmsweise zu scheinen für dieses Finale. Wassermann, das ist klasse gespielt. Wieder ist es Shawcross, der dem Treiben ein Ende setzt. Sigurdsson, klasse, links jetzt Gay mitgenommen. Fischer, Direktschuss. Ich hab's nicht umgestellt. Das ist richtig. Deswegen gehen wir hier so rein und werden es hier ändern. Distanzschüsse, da haben wir's. Weg damit. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie es jetzt klappt. Hernandez, sehr gut gemacht. Holt sich da den Ball im Mittelfeld. Rafael, Gay, ja, da hat er Pech. Das war eigentlich nicht schlecht. Rooney, linke Seite flankt. Daniel Vaz. Sigurdsson wieder. Wird da gestört. Kann den Ball nicht kontrollieren. Es ist schwer momentan hier alles wirklich mitzunehmen, was hier passiert. Fischer gegen Henschel. Fast. Wenn er da durchkommt, dann hat er nicht nur den Brocken aus der Abwehr schon mal abgeschüttelt, sondern hat auch richtig viel Platz. Rooney mit der Flanke. Ja, es standen genug blaue Hemdchen da in der Mitte. Aber es kann trotzdem immer gefährlich werden. Smalling mit dem Fehler. Gay auf Fischer und er hat jetzt Platz. Nutzt ihn aber nicht. Barkley, Brooks. Wieder zurück auf Ross Barkley, der jetzt den Ball nach vorne schlägt. Zu umständlich. Wir hatten es eigentlich auf dem Fuß. So, Kosemans hat mal kurz gelugt. Rooney kommt momentan zu oft durch. Zu oft durch. Wir können es wieder klären. Danilo. Um Gottes Willen. Na, wenn er den trifft, wenn er den an den Mann bringen kann, wie er es vorhatte, dann riecht man hier am 1-0 für United. Super Pass auf Coleman. Leider ist vorne wieder keiner. Aber das war wirklich ein Sahnepässchen. Rooney gegen Shawcross. Hat Glück, wird angeschossen. Sigurdsson auf Fischer. Und Fischer hat jetzt mal ein bisschen Platz. Fischer. Na, da spielen wir den Ball in den liegenden rein. Also momentan fehlt es eigentlich überall. So ein bisschen. Wieder so ein klasse Ball außen auf Coleman. Der hat immer noch Tempo, der Kerl. Coleman. Jetzt habe ich auch noch einen Frosch eingeladen in meinem Hals. Ich hoffe, der verzieht sich ganz schnell wieder. McEachran. Linke Seite. Wieder Rooney. Das kann ich nicht glauben. Das kann ich nicht glauben, dass der im Abseits stand. Ist nicht ganz aufzulösen, aber das sah schon sehr komisch aus. Wir haben 69 Minuten gespielt. Keine Wechsel auf beiden Seiten. Dabei bleibt es auch erstmal. Fischer, das ist Sigurdsson, da ist G. Der muss jetzt hin, der muss hin. Und ist Abseits. Ah, Mensch. Das sah wirklich überlegt aus. Das sah auch wirklich top aus. In der ersten Einstellung, im Live-Bild. In Farbe hätte ich fast gesagt. War doch ein bisschen zu weit vorne. Ein Meter steht er da am Abseits. Gay, da ist er wieder. Ball weggespielt. Danilo an die Hacken und dann hat er Hernandez. Wassermann gegen was? Das Duell haben wir letztens ja auch schon im FA Cup Halbfinale gehabt. So, Sigurdsson. Fischer.
schüttelt Smalling ab. Jetzt kommt er auf Henschel zu. Spielt auf Coleman. Das war keine schlechte Idee. McAction kann klären. Momentan kein Durchkommen bei beiden Verteidigungen nicht. Es ist absolutes Sahnespiel, absolute taktische Meisterleistung für beide. Fischer. Gay zu Lasch. Da klemmt's einfach momentan. Wo wir eigentlich sonst raumwandlerisch sicher sind, was die Pässe angeht, in den freien Raum vorne, da klappt heute gar nichts. Kosemans geht da nicht hin. Es gibt Eckball. Und den ersten Wechsel auch für Manchester United. Danny Welbeck für Wayne Rooney, der anscheinend jetzt müde ist. Bale mit der Ecke. Ecke kommt und Kosemans mit beiden Fäusten voran. Das ist Raphael Wassermann. Gay geht hinterher, Flanke kommt und die ist gefährlich. Und da ist es. Chris Smalling, der stand noch vorne. Durch die Standardsituation. Da sehen wir es nochmal, den kompletten Ablauf. Da kommt Kosemans. Mit der Faust. Da vorne sehen wir ihn, die Nummer 12, da muss er drauf gucken. Smalling, jetzt verschwindet er aus dem Bild. Das ist Wassermann. Wassermann, Gay kann es nicht verhindern. Da hinten steht Smalling komplett alleine. Kosemans ist noch dran, aber er kann den Ball nicht mehr aus dem Tor kloppen. John Coffey für Javier Hernandez. Die haben jetzt die komplette Sturmspitze vorne ausgetauscht. Und wir müssen jetzt gucken, dass wir hier Jelle Vossen bringen. Für Robinson. Und ja, jetzt stellen wir alles vorne rein. Was haben wir noch zu verlieren? Das war jetzt ein sehr spätes Tor. Da ist natürlich nicht mehr viel mit reagieren. So, die Jungs, ich glaube, Gay, der kann sogar links außen. Genau, Coleman weiß ich gar nicht. Der wird es müssen. Sag mal so. Ich weiß gar nicht, was hat Torgan Hazard auf der rechts außen? Eine 70. Nee. Das lohnt er nicht. Ich bin gerade echt am Überlegen. Den Captain lassen wir stehen. Shawcross geht raus. Und. Nee, so nicht. So? Und jetzt kommt Chris Newey auch noch hier vorne rein. Ich fürchte leider, es ist ein bisschen spät. Weil bis die Auswechslungen jetzt passieren, guckt euch das mal an, wie das aussieht. Ach, wäre das bitter. Wäre das bitter, wenn das jetzt schon wieder nicht klappen würde. Mit dem Finale im Jahr 2018. So, alle Wechsel erledigt. Und wir gehen nochmal rein in die Taktik. Jetzt wird natürlich hier nicht mehr vorsichtig gespielt. Jetzt wird auch hier alles versucht mit langen Bällen. Sturmtank lasse ich weg, überall her. Angriffsseite. So, Pressing überall, Abwehrreihe kommt komplett vor, Absatzfalle, Einsatz natürlich komplett bis hinten gegen, Laufwege, so, alles wird jetzt hier, ich glaube den Pfeil hier neben, ich wollte den von Barkley haben, nichts mehr hier nach hinten, alles vor, alles was geht, vorne rein, so, den auch noch, Barkley, Vossen, Sigurdsson, Gay, Coleman, Brooks und letztendlich natürlich noch Luke Garbutt. Jetzt haben wir alles vorne. Alles vorne. Ich überlege gerade, wie das aussieht. Man kann eins festhalten, furchtbar. Aber die einzige Möglichkeit, hier noch irgendwas zu reißen. So, alle vor jetzt. Na gut, der soll eng bleiben. Der soll ja hinten vorne stehen bleiben. Tacklings, das ist mir jetzt eigentlich auch Latte, ne? Also wenn die Tacklings jetzt hier lang sind, ist eigentlich egal, ne? Ball halten. So. Ich hoffe, das wird jetzt schnell ausgeführt. Ich hoffe. Weil das Spiel läuft schon wieder. Das ist Sigurdsson. Coleman, jetzt muss er hin, aber Fischer bleibt stehen und Danilo ist einfach dann fitter. Welbeck. Ball muss jetzt weg. Muss jetzt gefoult werden, was auch immer. Welbeck. Mit dem Ball nach vorne. Robinson, Brooks nach vorne. Das ist Sigurdsson. Wieder auf Fischer. Gegen Henschel. Ah, der ist einfach klasse, der Junge. Ich denke mal, das wird es gewesen sein, weil wir faulen im Moment nicht. Jetzt faulen wir. Und jetzt ausgerechnet in 6 Jahren Fußballmanager, wenn du willst, dass diese Pflaume da pfeift, dann pfeift er nicht. Und ich denke mal, das müsste es jetzt sein. Da ist es zu Ende. Das zweite Finale, leider Gottes, das wir in diesem Jahr verlieren, nach dem FA Cup. Endspiel gegen den FC Arsenal, was mit 1:2 verloren ging. Leider auch heute das größte Finale im Vereinsfußball, leider mit 0:1 unterlegen gewesen durch ein Tor von Chris Smalling, 85. Minute, resultierend aus einer Ecke,
wurde weggefaustet, Ball kam zurück. Und da war er auch drin. Das war das einzige Schüsschen aufs Tor, wenn man mal den Pfostenschuss mal ausnimmt, was Manchester nach vorne gebracht hat. Bei uns war es auch nicht viel mehr. Und deswegen kann ich auch nicht über unverdient oder sonst irgendwas reden. Es ist einfach schade, aber das ist Fußball, das ist der Sport. Mal liegst du am Boden und mal feierst du die ganze Nacht und säufst dir die Birne dicht. Heute ist leider Ersteres der Fall. Bis gleich im Nachbericht.